grüßt euch miteinander. Mein Name ist Klaus Max. Wir sind hier in Ismaning, Goldhofe hinten, auf einem Feld, wo wir unseren Schlepper gerade ausprobieren, wo wir gerade bei den Gruppen sind. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb ungefähr mit 60 Hektar. Wir bauen hauptsächlich Getreide an, Kartoffeln und ein Kraut. Wir haben eine besondere Fruchtart noch, das ist das Original Ismaninger Kraut. Das haben wir schon die Sorte, die es schon seit über 500 Jahren gibt. Das werden wir selber züchten und anbauen. Und wir haben neben der Landwirtschaft, wo wir betreiben, auch noch eine Sportplatzpflegefirma, wo wir ungefähr ca. 70 Sportplätze pflegen. Mir war es damals wichtig, weil das auch für Biobetriebe zugelassen ist. Und in der Zukunft ist es so bei uns, weil es wird das Glyphosat-Verbot kommen. Für die mechanische Unkrautbekämpfung nach dem Stoppen ist uns das sehr wichtig gewesen, dass wir da so einen Grupper, so einen Flachgrupper kaufen. Und wir bis jetzt sind wir sehr zufrieden. Wir haben letztes Jahr schon die ersten Erfolge erzielt, dass die Quecke weniger geworden ist, auch das Unkraut weniger geworden ist. Und dass wir auch mit den Pflanzenschutzmitteln haben wir schon bei gewissen Sachen zurückgekommen. Also den Glyphosat-Einsatz haben wir letztes Jahr so gut wie gar keinen gehabt. Und heuer ist auch bloß sehr reduziert, wo wir speziell Hackfrüchte anbauen. Aber sonst ist das jetzt halt eben, sind wir im guten Wege. Und die Zukunft für uns ist, dass wir komplett darauf verzichten. Und da hilft uns natürlich der Terrakant. Der Regent hilft uns natürlich da viel weiter. Und man kann im Sommer, wenn die Witterung es zulässt, immer wieder durchfahren. Also nach der Ernte, wenn man das Unkraut aufgelaufen ist, dann immer wieder flache Stoppelbearbeitung machen. Und das ist für uns eigentlich sehr wichtig und auch für den Umweltschutz und für das ganze Klima. Also ist das für uns sehr wichtig da.